Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mal wieder zum Thema Gesundheit und ich zeige dir heute einfach mal fünf basische Gemüse für deine gesunde Ernährung. Und warum ist eine basische Ernährung so wichtig? Scheiden sich zwar die Geister, ich weiß, ich persönlich bin da aber fest von überzeugt, dass es einen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und zwar geht es darum, wie werden unsere Nahrungsmittel im Körper verstoffwechselt, insbesondere dann im Magen- und Darmbereich, weil von dort aus gelangt das Ganze ja dann in unseren Organismus, was an Nährstoffen und Vitalstoffen aufgenommen wird. Und Gemüse, fast jedes Gemüse ist basisch, beziehungsweise wird basisch verstoffwechselt, aber es gibt halt die typischen fünf, bin ich der Meinung, die fast jeder von uns regelmäßig zu Hause hat und die man dann einfach für sich benutzen kann, ob als Salat oder vielleicht als Gemüsepfanne. Irgendwie Variationen gibt es ja mehr als genug und eine basische Ernährung hilft einfach. Und du wirst es feststellen, ich nehme jetzt als bestes Beispiel, weil ich auch weiß, dass die Gurke, die allgemeine Salatgurke, sehr, sehr basisch verstoffwechselt wird. Also es gibt dann auch noch Abstufungen, es gibt auch Tabellen dazu und alles. Und die Gurke ist halt da mit die Spitzenreiterin. Und wenn du beispielsweise das nächste Mal Sodbrennen hast, du hast irgendwie viel Scharfes gegessen oder eben Sachen, die halt sauer verstoffwechselt werden, du musst aufstoßen, merkst, dass die Magensäure sich nach oben arbeitet, dann nimm doch einfach mal so ein Drittel Gurke, Schale abmachen. Und selbst bei Bio bin ich der Meinung, es schmeckt einfach mittlerweile nicht mehr so toll. Idealerweise hast du die Möglichkeit, das zu Hause natürlich selbst anzubauen und einfach die Schale abmachen und dann nur die Gurke essen. Auf der einen Seite denkt man natürlich, Mensch, die Gurke, die besteht doch fast nur aus Wasser, aber die Mineralien und anderen Vitalstoffe, die mit dabei sind, helfen einfach, dich basisch runterzukriegen, also von der Übersäuerung runterzukriegen. Und das wirst du ziemlich schnell merken, wenn du Sodbrennen hast, dann kannst du es einfach die Gurke nehmen oder andere Gemüse, die ich dir gleich vorstelle, entweder roh essen oder halt dir einen Salat draus machen oder in die Pfanne hauen kurz und das wird helfen. Also die Gurke ist für mich persönlich Spitzenreiter Nummer 1, gehört einfach täglich auf den Tisch. Man sagt ja auch 5 Portionen Obst und Gemüse. Die DGE, mit der ich jetzt nicht hundertprozentig mit allem übereinstimme, sagt dann teilweise, je nachdem wie stressig und anstrengend das Leben ist, nicht nur 5 Portionen Obst und Gemüse, sondern halt bis zu 13 Portionen Obst und Gemüse. Ist natürlich schon eine krasse Leistung, wenn man das dann jeden Tag isst. Und eine Portion ist immer das, was in deine Hand reinpasst. Das ist ein gutes Maßverhältnis, weil jeder von uns natürlich eine andere Handgröße und Körpergröße hat. Und einfach, was ist das jetzt hier? Das wäre dann ein Drittel Gurke vielleicht, eine Handvoll. Und als nächstes kannst du benutzen Tomaten. Tomaten genauso, muss man halt einfach ein Freund von sein. Wenn man die gerne essen möchte, sind ja meistens auch jetzt nicht mehr so geschmacklich intensiv, dass man sagen kann, gut, kann man einfach zwischendurch mal essen. Entweder schneidet sie sich so auf oder halt als Salat. Und die anderen drei, für mich persönlich, die wir so ziemlich immer im Haushalt haben, sind Paprika, Kartoffeln und Zucchini. Bei den Kartoffeln ist es so, am besten erstmal noch ein bisschen kochen, dass das Ganze auch aktiviert wird. Also mir hatte das mal jemand unter das Video drunter geschrieben, dass die Kartoffel an sich, weil sie doch beispielsweise viel Kalium enthält, doch gar nicht so wirkt, wenn man sie jetzt nicht gekocht hat. Es kann gut sein, weil sie ja doch ein sehr fester Körper ist und man das vielleicht nicht so gut im Körper aufspalten kann. Hängt natürlich auch damit zusammen, wie die Verdauung von der Person ist, also wie gut sie verdaut, wie viel Ballaststoffe man regelmäßig zu sich nimmt. Das ist jetzt natürlich wieder ein Fakt für ein anderes Video. Und so einfach würde ich sagen, dass man versucht, sich das morgens beispielsweise, entweder nimmst du es dir mit auf Arbeit in einer Box, schneidest dir das vor oder am Abend, wenn du morgens nicht viel Zeit hast und legst es dir einfach, so wie ich, morgens an den Arbeitsplatz mit einer kleinen Schüssel und dann kannst du dann zwischendurch einfach dann die Tomate, die Gurke, die Paprika, die Kartoffel und so weiter essen und einfach dafür sorgen, dass dein Körper überwiegend im basischen Gleichgewicht lebt. Und einfach deshalb, weil es deine Gesundheit schützt, immer mehr Forscher sind der Meinung, dass dafür auch, dass also eine regelmäßig starke Übersäuerung dafür verantwortlich ist, dass wir diese großen Stoffwechsel- und Zivilisationskrankheiten bekommen. Und dem wollen wir doch einfach vorbeugen. Ich versuch's und ich wünsche dir das Gleiche, dass du dich da bemühst. Ja. Gibt natürlich auch jetzt als letzter Tipp noch, gibt noch viele Tabellen im Internet, wo du da einfach lesen kannst. Gib einfach mal ein basisches Essen Tabelle bei Google und da findest du Auszüge von was wird basisch verstoffwechselt, was ist neutral und was wird eben sauer verstoffwechselt im Körper. Und so kannst du dich auch mal ein bisschen orientieren und mal deine eigene Ernährung überprüfen, wie gut oder schlecht sie momentan ist hinsichtlich dieses Fakts basisch oder sauer verstoffwechselt. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.
Halt, warte einen kleinen Moment noch, denn ich habe jetzt noch was ganz Tolles für dich und zwar meinen kostenlosen Newsletter. Den Link dazu findest du in jeder Videobeschreibung. Du kannst dich kostenlos anmelden und ich werde dir dann regelmäßig Informationen schicken, meistens einmal die Woche zu den Themen Gesundheit, Fitness, Business und Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Einfach anmelden und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Dankeschön.